Hey. Hey. Nicht mich weg. Ey, seht ihr das? Die Geist, guckt mal. Frechheit. Euch gebe ich. Nee, geht ja gar nicht. Na egal. Ich wünsche euch schönen guten Tag. Und ich heiße euch willkommen zum neuesten Part von Metro Twilight Princess. Und ja, jetzt sind wir hier im Schloss Hyrule, zumindest nahe dran in der Stadt Hyrule. Und ja, neuester Part. Ich wünsche viel Spaß mit dem. Und uns fehlen ja noch 4-mal Strahlentau, um den letzten Lichtgeist und damit das Spiel Twilight Princess abzuschließen, zu retten. Und jetzt machen wir mal unser Gespür an. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wo gehen die hin? Endlich auch hier verfügbar! Die große Star-Challenge! Willst du einen Versuch wagen? Ja, können wir leider nicht, ne? Schätze, in dieser Stadt lässt sich richtig was verdienen! Okay. Wohl ein Halsabschneider, ne? Also hier ein Gauner. So wirkt das zumindest auf mich. Den scheint sie ja richtig gut zu gehen, oder? Täuscht das. War das jetzt richtig, dass wir hier schon hingegangen sind? Hyrule Stadt Süd. Okay. Ganz schön viel los hier, oder? Prinzessin Agneta. Okay. Und wohnt die hier in so einem Kämmerchen in der Stadt? Wer ist denn Prinzessinnen? Ach, bestimmt bloß eine Wahrsagerin oder sowas, ne? Die sich Prinzessin nennt. Ach, guck mal. Apropos Wahrsagerei, lol. Magikana, Haus der Wahrsagerei. In den, dass wir jetzt noch nicht hineingehen können. Eieiei. Die Duftspur. Ich sag's euch, das ist die Duftspur von Ilia. Nicht drängen. Alle, die Quellwasser wollen, bitte hier in der Reihe anstellen. Nur noch wenig Quellwasser übrig. Wer zuerst kommt, trinkt zuerst. Ach was, Wassermangel. Ah, Wassermangel, genau, weil ja der Fluss leer war, ne? Bis eben. Was ist? Was soll der Lärm? Ist das hier das Ende der Schlange? Hey, schon mal was? Achso. Frau. Hey! Schon mal was von Ladies First gehört? Na komm, das sieht doch so ein bisschen aus wie so eine Wachtel, die Stress macht. Ach scheiße, haben wir schon. Scheint's aber gewesen zu sein. Da können wir nicht lauschen. Was ist denn hier? Ein Trubel? Guckt euch das mal an. Na gut, dann folgen wir der Spur, oder? Ist doch ganz klar, Ilia und so. Immer ihr Kinders. Ach, guck mal hier. Das Kind, das sieht aus wie die eine Klasse aus Final Fantasy 14. Erinnert mich gerade voll dran, das Kind, das sitzt. So ein bisschen Anime-mäßig. Da hat wohl ein Junge das Bewusstsein verloren und ist in irgendeinen Laden gebracht worden. Warum? Wo? Und nicht ins Krankenhaus? Keine Ahnung. Okay. Oh, Ilia. Ah, nee, Junge. Nee, dann kann es nicht Ilia sein. Eieiei, ach guck mal hier, kann man wieder mit Tieren reden. So langweilig. Vielleicht sollte ich einfach ein Bad nehmen und schlafen gehen. Na endlich, endlich fließt das Wasser in Hyrule Stadt wieder. So wie es sich gehört. Auf der südlichen Straße ist so ein Verkehr. Da kommt nicht eine einzige Katze durch. Was ist da nur passiert? Der Typ in dem Zelt in der südwestlichen Straße. Also, ich halte ihn für einen ziemlichen Aufschneider. Ist das der Typ, der gesagt hat, hier lässt sich was verdienen? Casa Giovanni. Okay. Guck mal später nochmal lang.
in Menschengestalt. Ilia, ich riech schon Ilia. Riecht er das? Eindeutig, oder? Das kann nur Ilia sein. Hier auch wieder so ein Kind. Ilia! Mir ist langweilig. Ja. Ambulanz. Ja. Und wie kommen wir da hoch? Gute Frage. Nächste Frage. Ach, die haben sie weggebracht von der Ambulanz. Schaut mal. Die Spur führt da wieder weg. Direkt wieder miese Frames hier draußen. Okay. Was ein Betrieb hier. Guckt euch das mal an. Ist ja der Wahnsinn. Ach, guck mal, da ist noch so ein Dings hier. Seht ihr das auf der Karte? Aber wahrscheinlich ein Stockwerk höher. Wahrscheinlich auf der Mauer irgendwo oder sowas. Wir können ja im Moment leider nicht in die Ego-Sicht und uns umschauen. Können wir da jetzt einfach so rein oder was? Ja. Ach scheiße, jetzt haben wir gar nicht geschaut, wo die Spuren gingen, ne? Sind wir hier richtig? Wahrscheinlich nicht. Oh Mann, bin ich müde. Kommt nicht bald die Ablösung. Ja. Und jetzt? Und nu, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ich nehme an, gar nicht. Das sieht ganz nach gar nicht aus. Oder? Warum kann man denn hier Kamera drehen und da unten nicht? Hm, gute Frage. Hier kommen wir auf jeden Fall noch nicht lang. Aber wo dann? Meine Güte. Dieser Husten, ey. So, wo war denn jetzt diese Spur von Ilia? Hier geht's lang, okay. Waren wir da nicht eben schon mal? Oder ist das jetzt Hyrule Stadt West? Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder am Anfang. Scheiße. Ne, da sind wir das letzte Mal lang gegangen. Aber wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, ne? Ja, warte mal, wenn wir da nach rechts gehen. Moment, wir gucken nochmal ganz kurz. Nur um es auszuschließen. Vielleicht können wir auch jetzt hier noch gar nichts machen, ne? Wovon ich jetzt mal stark ausgehe. Einfach mal hier lang gehen. Und dann hier jetzt nach rechts. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Stimmt das? Nee, hier waren wir auch schon. Aha. Immer nach rechts. Ach, hier waren die Katzen, ne? Nee. Hä, nee. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Du hast Thelmas. Ah, Thelmas Wirtschaft geöffnet. Hier liegt unsere Ilia, ich sag's euch. Oder ein Junge. Aber was für ein Junge? Was soll denn das sein? Taro und Maro geht's gut. Und dem Colin geht's auch gut. Der ist doch nicht hier. Ach so, der Zora-Junge, ne? Ein Zora muss hier sein. Stimmt ja. Hey, hier können wir rein, guck mal. Nice, lass mich mal rein hier. Hm. Ah, hier ist der Zora-Junge. Oh, Ilia! Ilia! Und irgendeine dicke Frau mit noch dickeren Titten. Dieser Junge, ob er wohl wieder gesund wird? Nur keine Sorge, der Bote zum Arzt ist schon unterwegs. Trotzdem, ungewöhnlich, ein Junge vom Volk der Zora. Ob das wohl irgendetwas mit dem zu tun hat, was der Wachsoldat geredet hat? Na, schau mal einer an! Ist das nicht eine alte Bekannte von dir? Und bemerk dich gar nicht! Hehe!
Na, sehr lustig. Danke. Der arme Junge, er wirkt so unschuldig und muss so leiden. Keine Sorge, mein Kind. Ach so. Keine Sorge, mein Kind. Der Bote zum Arzt ist schon unterwegs. Ja. In letzter Zeit passieren wirklich nur schreckliche Dinge. Ja. Was hat denn der Wachtypi gesagt? Wenn Sie nicht zur Quelle des Lichtgeistes am Heliasee pilgern können, hagelt es Proteste von den Bürgern. Deshalb werdet ihr euch jetzt dorthin in Bewegung setzen. Die Stelle habe ich euch ja auf der Karte gezeigt. Alles klar? Das heißt ja, oder? Hey! Seht euch die Karte gefälligst genau an und merkt euch, wo ihr hin müsst. Ich hab doch schon gesagt, wenn die Bürger nicht zur Quelle des Lichtgeists am Heliasee pilgern können, hagelt es Beschwerden. Die Stelle ist auf der Karte eingezeichnet. Ihr werdet doch wohl auch eine Karte lesen können. Seht, wie sie euch gefälligst genau an, oder habt ihr etwa keine Lust zu gehen? Ah, guck mal, gucken wir uns die an, ne? Ist doch ganz klar. Wir sollen herausfinden, warum man den Lichtgeist am Heliasee nicht besuchen kann. Befehl von oben, verstanden? Wir sollen herausfinden, warum den man... Das haben wir doch schon. Ach so, wahrscheinlich hätte man, bevor man zu den Zoras geht, hierher gehen sollen, ne? Naja gut, umso besser, ne? Hier ist aber noch ein eindeutig so ein komischer Dingens, ne? Geist hier. So ein Krabbelkäfer. Ja, und der Krabbelkäfer, der muss hier irgendwo in der Nähe sein, Waldemar. Ja, sehr ruhig. Wir müssen übrigens den Part heute mal wieder ein bisschen kürzer machen, weil es ist schon recht spät und ich will recht früh ins Bett. Also für meine Verhältnisse früh. Deswegen müssen wir heute mal ein bisschen früher aufhören. Müsste mir jetzt mal nachsehen. Also ein bisschen kürzer heißt in dem Falle 30 bis 35 Minuten und nicht 30 bis 45 oder 50 Minuten. Hör mal, komm mal, ey! Oh, her. Wunderschön. Gut, dann kommen wir weiter. Wir haben hier alles Wichtige gefunden. War vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir erst hierher gegangen sind, oder? Weil... Ach, hier kommen wir gar nicht raus. Achso, hier ist die Schlange, okay. Weil wir hätten ja eh hierher ja noch gemusst für den Schattenkäfer. Ich muss unbedingt gleich mal einen Schluck aus meiner Sherry Coke nehmen. Was ist denn hier dieser Penner, ey? Ja. Was auch immer, ne, Kumpel? Wir werden dir schon auf die Schliche kommen. Spätestens als Mensch. So, wieder raus hier. Nun, jetzt müssen wir mal dringend hier die letzten Dingers bekommen hier. Moment, dann machen wir erstmal die Karte wieder an. Die letzten Krabbelkäfer. Müssen wir wieder zum Heliasee, ne? Oh. Warte mal, einer ist... Ah ne, das war mein Punkt, okay. Also beide beim Heliasee, alles klar. Gut, los. Die Frames, wie ihr natürlich hier schon mitbekommt, werden nicht besser, auch nicht mit dem neuen Arbeitsspeicher. Ich sehe mich in der Not, irgendwie nichts dagegen tun zu können. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt und so, dann... Her damit, ansonsten, ja, müssen wir wohl zumindest in dieser großen Welt, also in der Hauptwelt, in der Oberwelt damit leben. Weiß nicht, ob euch das, ist natürlich nicht cool, ich weiß das selber, dass es nicht so cool ist. Das ist beziehungsweise gar nicht cool, wie ihr hier gerade mitbekommt.
kommen wir denn an diese Kiste ran? Würde ja mal behaupten, gar nicht, ne? Ach, hier kommt man nicht mehr raus, oder was? Ernsthaft? Also hier von der Seite, ich habe gedacht, wir könnten wirklich hier schon raus, oder was? Schade, dass man den nicht finishen kann, ey. Wie als Link. Da brauchen wir 5 Jahre zum Aufstehen, ey. Und reagiert gar nicht auf uns. Ja gut, dann hauen wir ab hier, ne? Ha, warte mal, da hinten ist was, oder? Nee. Gut, dann hauen wir erstmal ab hier, wir kommen vielleicht später hier nochmal her. Als Link spätestens. So, jetzt aber weg hier. Ich will endlich wieder vernünftige Frames haben. Ich glaube, am See hatten wir wieder gute. Ich glaube, ich wäre wieder krank. Oder ich bin immer noch krank, wie man es nimmt. Komm, mach mal ein bisschen hin hier, wir haben keine Zeit. Na, 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 Spider-Pig. Spider-Pig. Lass mich in Ruhe. Schnell weiter hier. Können wir noch mal hier vorbeischauen, ne? An dieser Hütte. Ah, da sind wir nicht reingekommen, ne? War ja zu. Genau, kommen wir nicht rein. Aber jetzt können wir über die Brücke drüber, ne? Genau, jetzt können wir über die Brücke drüber. Jetzt ist halt der Penner weg mit seinen Pfeilen. Wo wir das letzte Mal runtergefallen sind wegen dem. Oder runterspringen mussten eher. Große Brücke von Helia. Größte Brücke Hyrules. Spannt sich über den Helia-See. Genieße die fantastische Aussicht von der Brücke über den Helia-See. Wo geht's denn hier hin? Was ist denn auch noch was? Guck mal, da waren wir noch gar nicht. Hier nicht, glaube ich, direkt zur Brücke. Und ja, dort haben wir dann natürlich die Strafe folgte aufs Exempel, ne? Oder wie sagt man? Folgte auf die Buße, ne? Ja. Na gut, dann gehen wir mal hier über die Brücke drüber jetzt. Was denn jetzt? Warum werden wir denn langsamer? Schneller! Junge, müsste doch jetzt bald mal hier das Dings kommen, oder? Hier, der Krabbelkäfer. Irgendwo hier jetzt, dann muss es sein. Ach nee, guck mal, falsch. Hä? Was ist denn da los? Was war da nochmal? Warum haben sie da markiert? Da ist doch der Lichtgeist, ne? Wo geht's denn da oben hin überhaupt? Eieieiei. Gucken wir mal kurz, was da ist. Ich gehe erstmal davon aus, dass wir hier noch nicht lang können. Habe ich recht? Hm. Hoffentlich habe ich recht. Ich bin hier ehrlich gesagt noch gar nicht weiter. Ich will erstmal hier das abarbeiten. Gucken wir mal ganz kurz nach links. Ich komme hier an den Käfer ran, oder was? Vielleicht müssen wir deswegen hierher. Kann das sein? Kann natürlich sein, ne? Das ist bestimmt die Lösung. Ich bin voll intelligent, pass mal auf. Naja. Vielleicht auch nicht. Also vielleicht kommen wir auch nicht hier lang. Also dass ich nicht intelligent bin, steht natürlich außer Frage, ne? Steht natürlich nicht in Frage. So. Oh Gott, was ist heute los mit mir? So, gucken wir mal kurz, ob wir da auch lang können. Theoretisch.
Ach, guck mal. Sag nicht, da kommen wir wieder in der Steppe raus. Oh doch. Ach, da kommen wir aus der Schattenwelt wieder raus. Nee, das wollen wir gar nicht. Nee, das wollen wir gar nicht. Gut, dann müssen wir jetzt wieder von der Brücke springen, oder? Wie ist jetzt der Lauf der Dinge? Sieht fast so aus, ne? Aber mit dem Pferdchen wäre das alles schneller, ne? Als wollte man ja so ein bisschen schneller als Link wahrscheinlich, aber trotzdem so ein bisschen lahmarschig. Bisschen ereignislos der Part aktuell, ne? Tut mir furchtbar leid, aber ja, so ist es halt, wenn man auf Wanderschaft ist. Und Sachen sucht und erkundet, ne? Wie kommen wir denn jetzt auf die Brücke? Kann ich hier irgendwo... Ach, scheiße, da fehlt uns ja die Kiste jetzt. Wie kommen wir denn jetzt zum Fluss? Warpen? Warpen! Ja, dahin bitte. Yes. Oh, hätten wir uns ja einen Haufen Weg sparen können, ne? Ach, scheiße. Das nächste Mal, versprochen. So, jetzt aber zu den letzten zwei Dingers. Hier nach rechts jetzt. Man sollte rein, theoretisch. Genau, da haben wir ja letztes Mal hier geheult, obwohl wir da vielleicht lieber hätten erstmal nach rechts schauen sollen. Aber jetzt auch nicht so schlimm, weil oben bei den Zofas war ja auch, waren ja auch Schattenkäfer. Komm mal runter, du Spacken. Ja. Das war ja typisch, ey. Komm runter, Mann! Ach, voll gemein, ey. Lol, ich bin doch gesprungen. Ach, Mann. Wenn die Fliege jetzt nicht abhaut, ne, krieg ich gleich einen Anfall. Leg mich am Arsch, ey. Soll ich veräppeln oder was? Komm runter, Mann. Wo ist er? So ein Quatsch, ey. Komm jetzt hoch mit dir. Jetzt hat er mir wieder ein komplettes Herz abgezogen, ey. Ja, wir haben Zeit, ne? Ja, ja, mach doch mal. Mach doch mal. Wie er dann, warum da immer das Gespür ausgeht, das ist ein bisschen nervig, ey. So ein Quatsch, ey, das ist Quatsch. Also mal ganz ehrlich, das ist doch Käse. Was soll ich sonst machen bei dem? Jetzt klingt, jetzt hat's geklappt oder was? Genau nichts anders gemacht, ey. Komm her. Aber fehlt uns ja dann immer noch eins. Oh, scheiße, da müssen wir irgendwo was übersehen haben. Wir haben der nochmal geredet. Oh, Gäste, kommen euch einfach keine, aber das Wasser ist doch wieder da. Wahrscheinlich weiß das noch keiner. Vielleicht sollte ich nach Hyrule-Stadt gehen und es allen erzählen. Ach, bin ich müde. Oh, Schlafschäden. Jetzt hier runtergerutscht. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Neue Attraktion am Hyliasee, der schwimmende Freizeitpark von Tobi und Dumnus. Eintritt frei, preiswerte Attraktionen. Da würde ich mir echt gerne angucken. Ach, müssen wir trotzdem oben lang, ne? Hier kommen wir natürlich nicht mehr hoch. Ach komm. Ah, ist so. Na gut, dann müssen wir mal da hinschauen. Uns fehlen noch zwei. Das macht mich gerade ein bisschen verwirrt. Da bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Warum zwei? Weil wir haben nur noch einen Punkt auf der Minimap, ne? Wir gucken gleich nochmal auf die große Karte. Mal gespannt, ob das doch mehr als zwei sind.
Hä, warum? Wie soll ich da hinkommen? Ach, hier rechts weiter? Nee. Hä, guck mal da hinten. Wer ist das? Ein Zora. Ein weiblicher Zora, oder? Oh ja, oh, guck mal, eindeutig weiblicher Zora. Guck mal. Also wenn das kein weiblicher ist, dann weiß ich auch nicht. Was ist das denn? Hm? Ach, der komische Käfer da drüben? Warte, mach mal gleich. Schon so gut wie erledigt. Na komm her! Wieso, ey? Nur ein bisschen quatschig, ey. Na, dann eben so. So, jetzt brauchen wir Herzen dringend. Nice. Mehr Herzen, yay. Oh. War das alles? Oh, was ist das denn? Ein Riesenschattenkäfer oder was? Nee. What the fuck, das Wetter spielt verrückt. Was ist das denn für ein Vieh? Habt ihr das gesehen? Voll der Riesenschatten, Heini, ey. Wie soll ich den denn bekämpfen im Wasser? Das geht ja gar nicht. Voll gemein. Geht da trotzdem mal hin. Ach, hier ist eine Plattform, Gott sei Dank. Guck mal da hoch. Oh nein. Was, ein Boss oder was? Ist das jetzt ein Boss? Guckt euch mal das die Ausgeburt an, ey. Hä? Ah, nimm das mal! Ah! Boah, wie geil ist die Musik denn schon wieder? Völlig ungewöhnlich für Zelda-Verhältnisse. Finde ich richtig gut. Komm runter, du Fettsack! Ah! Nimm das mal! Nimm das mal! Ah! Das ist ja nicht einfach, dass das Brett umwirft, oder? Also ein fetter Käfer. Das ist ein großer Asiatiker. Seht ihr das? Oh, oh mein Gott. Aua! Komm her, Mann! Komm her, Mann! Ja! Oder hat's noch nicht? Der hat's noch nicht! Doch jetzt! Go! Hä? Lol, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ach so, vielleicht? Nee, hä? Was soll ich tun? Komm her, Mann! In your face! In your Beine! Ja, hast du dir gedacht? War Kumpel, hast du dir gedacht? Okay. Und los geht's. Das Gefühl, als würde ich was falsch machen. Ach so, bin ich blöd. Pass mal auf. Ja, Mann. Und? Down! Down, Motherfucker! Da, da kannst du schön mal deine Zitzen wieder einpacken, ey! I, Mann!
Lol, der hat nur einen kleinen Tau dabei. Dieser fette Käfer, ey. Juhu! Wir haben es geschafft! Hooray! Hat er einen Namen? Weiß jemand von euch, wie der heißt, dieser komische Käfer? Was ein Riesenvieh, oder? Du hast den Lichttau des... den Tiegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Und jetzt besorgst du mir den letzten Schattenkristall. Hey, man sieht sich. Oh, jetzt geht's ab hier. Jetzt wird sie wieder hübsch. Passt mal auf, wie geil das jetzt gleich aussehen wird hier. Mit Sonnenstrahlen alles. Ich sag's euch. Was denn für ein Lichtgeist? Alter Schwede. Voll das Monster von Loch Ness, ey. Ja, eher ein Regenwurm fast. Okay. Mein Name ist Ranel. Durch deine Hilfe konnten wir Lichtgeister in Hyrule wieder zum Leben erweckt werden. Nun, Auserwählter, die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich in einem Schrein am Grunde des Heliasees. Nur eins darfst du niemals vergessen. Diese Kraft wurde von den Göttinnen mit einem Bann belegt und dem Zugriff Sterblicher entzogen. Aber... Einst stiegen die Göttinnen auf die Wüste Erde hinab und erst durch ihr Wirken entstanden Leben und Ordnung in Hyrule. Sodann verteilten die Göttinnen die Macht gerecht unter den Lebewesen dieser Welt und kehrten zurück in die Himmel. Die Orte aber, an denen die Göttinnen auf die Erde Hyrules hinabgestiegen waren, zu langsam gelesen. Lange Zeit lebten weise Völker in Frieden und Wohlstand auf der Erde. Doch schließlich entbrannten bittere Kämpfe um die Herrschaft über die heiligen Städten Hyrules. What? Einige entdeckten die Kraft der Magie, lernten diese zum eigenen Vorteil einzusetzen und versuchten mit ihrer Hilfe die Kontrolle über die heiligen Städten zu erlangen. Schließlich schickten die Göttinnen Hyrules uns, die Lichtgeister, auf die Erde zurück. Und es gelang uns, die starke Magie zu bannen, derer sich jene bedient hatten. Der Urquell dieser Magie jedoch ist jene dunkle Macht, der Schattenkristall. Darum sei bereit, Auserwählter.
Derjenige, der nichts von den Gefahren weiß, die seiner Kraft innewohnen, wird am Ende selbst von ihr beherrscht. Das, Auserwählter, vergiss niemals. Alter, was für eine creepy Szene, oder? Ohne Pupillen und so und... Oh. Die Macht, nach der du suchst, befindet sich im Seeschrein am Grund des Hyliasees. Ist das jetzt der Wassertempel? Scheiße. Ja... Und auch wenn wir jetzt eigentlich noch zu den Zoras müssten, um da unsere Gabe zu empfangen, ne, unter Wasser atmen zu können, beziehungsweise unter Wasser schwimmen zu können, da unten ist eine Kiste, oder? Seht ihr das? Oh, warte mal. Das machen wir noch. Ich sehe da nämlich was. Da ist was unten. Da sehe ich ganz genau. Da sehe ich ganz genau. Da ist was. Ja, fast. Was ist da drin? Ein 10er Rubin. Seufz. Ja, ich weiß, ich tausche schon wieder auf. Ich will nicht verrecken. Nicht nochmal, ey. Herzteil. Ein blauer Rubin, lol. Der ist ja nicht mal die Kiste wert, ey. Ja, und da hinten ist noch ein Felsen, der jetzt allerdings noch nichts bringt. Vielleicht können wir da später noch was machen. Oh, wo kommen wir denn jetzt hier raus, da hinten? Obwohl, eigentlich können wir mal eine Runde baden, oder? Hier? Ah, ne, wir müssen raus. Wir müssen ja unseren Schwertrick machen zum Ende des Parts, ne? Ist doch ganz klar. Aber ich habe mein Versprechen gehalten, dass wir zumindest hier das Licht wieder zurückgebracht haben in dieses Land, ne? Gucken wir natürlich nochmal kurz raus, wie es jetzt draußen aussieht. Interessiert mich natürlich auch, genauso wie euch. Leute, hat er gesagt, das gesehen, er wollte einen Köpfer machen. Oh. Was bringt das hier? Ach, guck mal, das sind Delfinköpfe, oder? Naja, eher nicht. Oh, hoch. Was bringt denn das hier? Hä? Ach, bestimmt hier in Schatten, in Wolfsgestalt, hä? Kann das sein? Aber gut, wüsste ich auch nicht, was es uns gebracht hätte, ne? Egal. Wir sind dringend raus. Hier macht er wieder Köpfer. Schaut mal, habt ihr das gesehen? Köpfer, Mann. So, jetzt müssen wir aber raus hier. Wie kommen wir denn hier? Hier, wunderbar. Jetzt gucken wir nochmal kurz raus, wie es draußen aussieht. Und draußen, glaube ich, da ist ein wunderbares Panorama zum Part beenden. Das spüre ich. Das habe ich im Urin. Und. Oh, wie schön. Deswegen habe ich jetzt lange extra nichts gesagt. Ich wollte den Moment einfach mal wirken lassen. Oh, wie schön die Melodie ist. Aber wir müssen hier dringend mal den Part beenden. Dringend. Tut mir furchtbar leid, aber es muss jetzt enden. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, auf was ihr morgen Lust habt. Habt ihr Lust auf super Scheiß-Klumpen-Boy, der seine noch fettere Freundin hinten auf dem Buckel sitzen hat und mit der ich flüchten muss? Oder hättet ihr lieber Bock auf eine Runde
Metro Last Light Part 2 wäre das dann. Lasst es mich wissen. Am besten, ich werde den Part relativ frühzeitig veröffentlichen, da habt ihr genug Zeit. Lasst es mich wissen, was ihr morgen sehen wollt. Und ansonsten hören wir uns dann entweder am Sonntag oder am Montag, je nachdem, was ihr halt morgen sehen wollt, zu Twilight Princess wieder. Ich hoffe, dieser Part hat euch irgendwie trotzdem ein bisschen unterhalten, obwohl die ersten 20 Minuten recht ereignislos waren. Wir haben aber immerhin Ilia gefunden, ne? Was ja mit das Wichtigste ist, finde ich. Und jetzt sind wir wieder in der Lichtwelt. Ich freue mich schon auf den nächsten Dungeon. Der wird auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Der ist ja hier unter uns quasi. Und dann, ja, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Twilight Princess mit mir. Ich bin Verity und ich verabschiede mich. Bis dann. Bye, bye. Und...